Fortnite. Oh, right, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, Valentin, Nachtaktiv. Ich hoffe, ihr seid noch wach. Haut ein Like rein, wenn ihr noch wach seid. Und unseren absoluten Lieblingsformat, Leute, aus unserer Lieblingsplattform. Auf der Plattform, wo die Stepsisters natürlich heißen. Stepsis Lana. Wo die Leute mit ihren Blicken dir die Seele aus den Augen saugen. Fortnite. Der jetzt mal ohne Joke, ne? Was ist mit den Leuten los, die da so reingucken, ne? Alle, jede TikTok, den ich da angucke, habe ich das Gefühl, die wollen mir die Seele aus dem Körper heraussaugen mit ihrem Blick, ne? Mit ihrem Fortnite. Irgendwas ist da los auf der Plattform, Leute? Und irgendwann werde ich dieses Geheimnis lüften. Aber so schön das Geheimnis auch ist, Leute, ich habe da wieder eine Menge Clips gefunden mit Secrets, mit geheimen Orten, mit geheimen Gratis-Sachen, die man bekommt, wenn man irgendwas macht. Die absurdesten Sachen mal wieder. Und wir prüfen das Ganze natürlich. Ist sogar wieder ein paar Sachen, sage ich mal, real dabei. Einige Sachen sind tatsächlich real. Eine Sache, die auch real ist, die, was ihr schon wahrscheinlich gerade die ganze Zeit seht, ist mein neuer Batman-Skin, ne? Den habe ich jetzt tatsächlich von Epic wieder gesponsert bekommen. Genauso wie schon den Harley Quinn. Der Skin kommt da in den Item-Shop angeblich an dem 5. Mai. Also nächste Woche Mittwoch, mehr oder weniger, ne? Soll der in den Shop kommen? Das ist aber nicht eins zu eins der gleiche Stil, den auch die Comic-Variante bekommt, ne? Man kann ja auch die Comics kaufen, noch einen weiteren Batman-Skin freizuschalten. Der wird gepanzert sein. Das heißt, entweder wird das ein zweiter Stil sein oder noch ein weiterer Batman-Skin mit gepanzertem Look, der dem Ganzen nochmal so ein bisschen Frische gibt. Aber ansonsten ist das auch ganz nice, finde ich, oder? Ist auf jeden Fall beefy, ist ein bisschen mehr dran, ist nicht mehr so lauchig wie der erste Batman-Skin, den wir haben. Ich finde auf jeden Fall den deutlich besseren Batman und ab und zu mal backt der Umhang dann sich um seinen Hals. Und natürlich, Leute, wenn euch der Content gefällt, gerne auch Abo-Button, Glocke reinhauen. Wir brauchen nur noch circa 80 Läppische für 772.000. Für die Leute, die Videos natürlich erst nachträglich gucken, vielleicht gehen wir ja schon auf die 773.000 zu. Wäre auf jeden Fall nice, ne? Aber ich denke mal, es finden sich 80 Leute, die jetzt just diesen Button rein. Wäre auf jeden Fall mega nice, würde mich freuen. Und ihr kriegt natürlich weiteren Content und nicht nur Fortnite, ne? Gerne auch den Zweitkanal auschecken. Gibt natürlich auch eine Menge andere Spiele und werden wir auch in Zukunft spielen wie Ratchet & Clank und Resident Evil 8 sind jetzt so die zwei größeren. Freue ich mich mega drauf, ne? Fortnite ist ja nicht nur mein einziger Content. Wir kommen zum allerersten Secret, Leute. Und wenn wir schon bei Batman sind, suchen wir uns den geheimen Batman-Ort auf. Na, geheim. Und beschwören Batman, wenn wir was Besonderes machen. Schau dich mal diesen Clip an. Ja, ja. Ey, eigentlich ist es auch gar kein Wunder, dass sie uns die Seele aus dem Körper heraussaugen, ne? Weil die gar keine Seele haben. Das ist doch mal schon mal so ein Ding, ne? Aber Fakt ist, wir haben ja hier mit der neuen Hütte, beziehungsweise mit einem neuen Update, eine neue Batman-Hütte erhalten, ne? Soweit so gut, ist noch erstmal spärlich eingerichtet, ne? Ist erstmal noch so ein kleiner Trash-Computer drin, kann damit bestimmt keine Kalkulationen machen. Soweit so gut, aber laut dem Clip muss man ein Emote ausführen, und zwar so ziemlich neben diesem Baumstamm hier, ne? Ich habe es extra rausgesucht. Führen wir den Batman-Emote aus und dadurch beschwören wir Batman höchstpersönlich. Nur, dass ich halt schon selber Batman bin, ne? Ich bin eigentlich ist das, was ich jetzt hier mache, noch ein krasserer TikTok als der Kollege, weil der den Skin nicht mal hat. Warum wohl, ne? Vielleicht wollte Epic keine Trash... Weil vielleicht Epic keine Trash-Content-Creator unterstützt oder sowas, weiß ich nicht. Und jetzt warten wir auf Batman, Leute. Das wird schön. Irgendwann wieder ankommen. Oder bin ich eigentlich schon... Ich bin doch schon eigentlich da, ne? Eigentlich ist doch Batman schon da. Ich muss den gar nicht beschwören. Naja, wir beschwören den und beschwören den, aber... Er ist ja halt weit weg. Kommt ja nicht so schnell an, ne? Vielleicht muss man einfach nur ein paar Stunden warten oder so. Ach, Stunden habe ich jetzt auch keinen Bock zu warten. Batman kommt natürlich nicht vorbei. Die Hütte ist real. Sagen wir mal so, das lassen wir dem mal. Und dass er einen Plan hat, ist auch real und was auch immer. Dass er immer noch die Eltern nicht hier auf der Insel hat, da ist er immer noch arm dran, ne? Wir haben was Besonderes im Item-Shop. Und zwar gibt es heute wieder eine frühzeitige Aktualisierung. Und zwar schon heute Mittag. Während ihr dieses Video schaut, bin ich auch wieder live auf twitch.tv/hasten. Unter anderem talken wir natürlich mit dem Batman-Skin. Wir warten auf dem Shop. Aber heute ist ein neues PlayStation 5-Spiel rausgekommen. Und zwar The Returnal. Ein sehr, sehr interessantes Game mit einer sehr geilen Grafik. Deswegen seid ihr herzlich eingeladen, nach diesem Video direkt in den Livestream reinzukommen, ne? Und die Vermutung, was sich im Item-Shop aktualisiert, ist halt Travis Scott, weil heute angeblich sein Geburtstag ist.
haben wir schon oft gehört, ne? Wir hatten schon oft von wegen, am 30. ist sein Geburtstag oder der Travis Scott Day oder der Astroworld Day. Gibt es irgendwie unterschiedliche Tage, haben eben die Leute schon immer wieder vermutet, dass Travis Scott reinkommt. Aber schauen wir uns das Ding einfach live an. Wenn ihr in dem Livestream seid, werdet ihr nichts verpassen. Und wenn Travis Scott rauskommt, Leute, gerne Creator Code reinhauen. Wir stehen, glaube ich, nur noch 500 Einträge davor, bei den 10.000 zu sein für Creator Code Einträge, ne? Die fliegen natürlich immer wieder täglich raus. Jeden Tag, wenn es reinkommt, fliegen wieder einige raus. Einige kommen neue nach. 500 fehlen, weil jetzt die Tage wieder ein paar rausgeflogen ist. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr das reinhaut. Wenn Travis Scott wirklich in den Shop reinkommt. Und wenn jemand anders reinkommt, dann wird es vielleicht euch auch freuen. Aber ich hole mir erstmal dieses Bundle, weil reduziert noch ein Gleiter dazu plus Skin. Finde ich auf jeden Fall okay. Machen wir die Sammlung voll. War neben der Batman-Hütte ist ja auch eine neue Insel in das Spiel reingekommen. Und diese Insel ist jetzt noch ein bisschen mysteriös, ne? Einige sagen, es wird eine Batman-Insel daraus. In den Spielerteilen ist aber noch was anderes drin, ne? Und zwar schaut euch mal diesen Clip an. Where to find Midas' secret island in Fortnite? Midas' secret island is so secret it does not even show up on the map. However, we know this is Midas' island because in the in-game files it is called Orsol Island. And we know that Oro is another snapshot and version of Midas stuck in the loop in Fortnite. Ey, ohne Witz, die Kollegen, die zwei Kollegen, das ist jetzt der All-Time-Leute, die mir die Seele aus dem Leib reißen, ne? Aber diese Blicke von denen, ich weiß nicht warum, aber das ist einfach nur ein tiefer Abgrund. Fortnite. In den du hineinblickst und die dich einfach zerstört. Aber er erzählt etwas über die Insel, was gar nicht so falsch ist und was tatsächlich sogar real ist. Also, ne, nichts, was er in dem Video sagt, ist falsch, außer dass er uns halt komisch anguckt. Aber sei es drum. Es geht halt zur Unterhaltung. Jeder hat ja so seinen eigenen Stil, ne? Einige Idioten sagen ja auch alright direkt am Anfang des Videos. Aber es geht um diese Insel, die aktuell auf der Minimap tatsächlich gar nicht verzeichnet ist, ne? Ist gar nicht drauf, aber diese Insel ist neu aufgetaucht mit sogar ein bisschen Loot hier verteilt. Ist sogar gar nicht mal so schlecht, was ich hier finde. Und da rangen sich jetzt auch mehrere Gerüchte. Am Anfang hätte ich jetzt gesagt, das könnte hier eine Batman-Höhle werden, ne? Oder hier reinkommen, weil wir jetzt die Hütte bekommen haben. In den Comics wird sich hier eine Höhle aufbauen. Aber in den Spieldateien ist der Codename für diese Insel tatsächlich Oro Island. Warum diese Insel Oro Island heißt, weiß man nicht. Die Vermutung liegt nahe natürlich, dass Oro als NPC reinkommt. Aber warum dann gerade auf dieser Insel? Welchen Bezug hat das? Und warum jetzt in Season 6 sollte Oro wieder eine Rolle spielen und dann, dass man extra für den eine Insel macht? Ich meine, für jeden anderen NPC, ja, hätte man einfach irgendwo Oro platzieren können, einfach irgendwo. Hätte man dann einen kleinen Dialog reingepackt, wie mit jedem anderen auch. Ne? Die muss ja keine Bedeutung haben. Aber dass er jetzt extra eine Insel bekommt, plus dass er da vielleicht als NPC reinkommt und dass man den dann ansprechen kann, das macht die Sache natürlich ein bisschen sonderbarer, weil irgendwie bekommt er jetzt eine Spezialbehandlung, die anderen nicht bekommen haben. Oder ist es halt einfach nur ein Platzhaltername, Oro Island, und am Ende kommt da wirklich die Batman-Insel rein. Weil das ist das, was bisher noch die zweite Option für diese kleine Insel. Von daher, dieser TikTok ist bisher soweit eigentlich korrekt. Aber was wäre ein TikTok-Secret-Video, Leute, wenn wir nicht natürlich irgendeinen geheimen Ort auf der Karte haben, den wir natürlich noch alle nicht entdeckt haben. Und zwar unseren Bunker in Catty Corner. Und nicht den Bunker, sondern den Tresor rechts daneben. Und zwar schaut euch mal diesen Blick an. Okay, muss man ja nicht viel machen, ne? Ich muss einfach nur zu diesem Tresor. Der Teil der Aufgabe ist, beziehungsweise für die Anomalie, ne? Da kommt man ja an den Schmetterling dran, wenn man hier das Ding aufsprengt. Aber der hat halt hinter dem Tresor jetzt anscheinend den Eingang gefunden, Leute, und den will ich natürlich auch sehen. Deswegen, hier steht ganz klar Boom, ne? Ich habe hier gerade einen Kaboom in meiner Hand. Den schmeißen wir da hin, schießen das Ding an und schließen die Tür, ne? Jetzt gelangen wir in einen geheimen Bunker. Let's go! Wow. Woran das wohl liegt? Immerhin hat er gebrannt, Leute. Tresor brennt, ne? Nicht der Bunker brennt, der Tresor brennt. Schauen wir uns mal an, wo die Magic passiert, ne? Hier hat er die Tür zugemacht. Und warum ist dann, warum ist er dann an einem geheimen Ort, den wir noch nie gesehen haben? Und ja, Leute, ich verarsche euch nicht. Der Clip hat wieder mehrere 10.000 Likes oder sowas, ne? Glaube ich, um die 100.000 Views oder sowas, 10.000 Likes. Ey, davon träume ich auf YouTube nachts, ne? Wenn YouTube der Algorithmus nur halbwegs so viele Leute erreichen würde wie TikTok mit solchen Geschichten. Aber hier kommt dann der geheime Switch, Leute. Und zwar, oh, ganz fiese Nummer, ne? Auf einmal ändert sich die komplette Beleuchtung und ist auf eine komplett andere Map. Und die Tür hat auch nicht mehr diese HP-Anzeige, ne?
Er hat doch nicht etwa auf Creative geswitcht, wo er dann rübergegangen ist. Und der hat sogar in Creative tatsächlich eine komplette... Und da ist sogar ein Automat drin. Ich meine, wenn du das Ding schon fakes, warum packst du einen Automaten rein, den es nicht mal gibt? In aktuellen Battle Royale, ne? Und nur in Creative gibt. Das ist ja schon mal so eine Sache. Die Kartons gibt es auch nicht in Battle Royale. Nur genau, damit er diese Szene nachfaken kann, beziehungsweise faken kann, ne? Indem man das Ding einfach aufsprengt oder was auch immer. Das geht aber, ja, netter Switch, aber natürlich merkt man das sofort. Und jeder, der nur 5 Gehirnzellen hat, so sieht das. Außer die 10.000 Leute, da fehlten die 5 Gehirnzellen. Ja. Habt ihr Bock auf Gratis-Items, Leute? Und zwar einen neuen Deadpool-Emote. Dieser Kerl, der absolut insane Editing-Skills hat, ne? Und auf jeden Fall das studiert hat, wie er Leute auf TikTok, da hat er auf jeden Fall was erzählt. Der studiert hat, wie man bei den Leuten auf TikTok was verkauft. Schau dir mal diesen Clip an. Ja, moin. Total legit, ne? Absolut legitness, Leute. 1:1 der gleiche Effekt wurde eingeblendet, wie wenn man natürlich in Fortnite was Kostenloses freischaltet. Das Dumme ist nur, Leute, die Hose ist nicht mehr da. Die Hose ist einfach nicht mehr da, die ist weg. Wir können nicht mehr dieses Gratis-Item holen. Konnte der das uns nicht früher sagen? Ne? Hier gab es immer eine Deadpool-Hose. In dem Clip sieht man, dass das ein Sweaty Senses. Und hier haben es verpasst. Hätte ich nur mal früher diese Plattform entdeckt. Mann, wären auch meine Schauspieler-Skills vielleicht um 10% besser. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich glaube, ich brauche nicht viel zu erzählen, Leute. Wenn ihr denkt, dass das jemals wirklich funktioniert hat oder so, solltet ihr wirklich groß darüber nachdenken. Auch dieser Clip hat natürlich mehrere tausend Likes. Gott sei Dank keine 10.000 Likes, aber hat trotzdem schon fast 10.000. Mein Gott, hoffentlich schafft dieses Video überhaupt 10.000. Dann würde ich wenigstens glücklich, dann könnte ich wenigstens glücklich auf der Toilette ein paar Kommentare lesen oder so. Nein, ich bin auch so glücklich, auch ohne 10.000, Leute. Ich lese auch so gerne eure Kommentare, auch ohne 10.000 Likes. Egal, ob ich auf der Toilette bin oder im Bett gerade rumliege. Und wenn wir schon einen neuen Batman-Ort haben, darf natürlich noch nicht ein paar weitere Geschichten fehlen, Leute. Und zwar kann man sich mit Mystique in einen besonderen neuen Charakter verwandeln, beziehungsweise einen neuen alten Charakter. Schaut euch mal diesen Clip hier an. Ich weiß nicht, was ich mir lieber angucke, Leute, wie Leute mich anschauen und Fortnite sagen. Oder ob ich mir lieber angucke, dass irgendjemand hier ein Plüschtier abbaut und sich angeblich in einen anderen Charakter verwandelt. Nee, wisst ja, Mystique, wenn man sich mit der verwandelt, dann ist der Standard-Skin halt der Default. Ihr seht es, ich habe keinen Kill gemacht. Wenn man keinen Kill macht, verwandelt man sich halt in den Default-Skin. Ja, Bunkertruhe gefunden. Naja, noch nach einer Zeit verschwindet natürlich auch dann die Tarnung. So, und laut dem Clip müssen wir dieses... wunderschöne Plüschtier von Batman kaputt machen. Und dann verwandeln wir uns in den Taucher. Warum auch immer Taucher-Skin? Hätte er nicht wenigstens den Batman-Skin nehmen können? Den Batman-Skin, den ich habe, dann wäre das halbwegs noch ein bisschen vielleicht lustig. Aber der Taucher-Skin macht ja so null Lust. Der hatte so gar keinen Bock auf die Geschichte, Leute. Der wollte Hauptsache irgendeinen TikTok-Clip hinrotzen, damit er da irgendwas produziert, damit er irgendwie irgendwas tarnen kann. Und dachte sich, ach komm, ich nehme den Taucher-Skin, macht absolut null Sinn, ist der Batman-Ort, hab gar keinen Bock drauf. Hat seine 2000 Likes erhalten, 10.000 Views. Moin, läuft. Ey, auf TikTok lade ich originelle Clips hoch mit geilen Shots oder was auch immer. Aber wenn der Algorithmus keinen Bock hat, da kriege ich auch keine 2000. Übrigens, ihr könnt mir auch auf TikTok folgen, Leute. Da gibt es Highlight-Clips halt aus diversen Videos oder aus den Livestreams, die ihr so ins Video nie schaffen oder dass ihr nie auf YouTube sehen werdet, weil das einfach nur so kurze kleine Clips sind. Und gerne da vorbeischauen. Ey, ich möchte nichts sagen. Ich mache das nur ja zu der Unterhaltung. Hat er uns ein paar kostenlose Sachen, sage ich mal, versprochen. Warum nicht? Leute, wisst ihr, was kostenlos ist? Der Abo-Button und die Glocke. So kurz vor den 800.000. Jetzt, wenn ihr das Video durchgeguckt habt, schnell in den Livestream, Leute. Lasst uns zusammen das neue Spiel anschauen und natürlich bis 15 Uhr warten, bis der Shop sich aktualisiert. Links unten in der Videobeschreibung auf der rechten Seite findet ihr noch eines der Mythen-Videos. Natürlich gerne auch auschecken und andere Videos. Und den Zweitkanal geht auch Richtung 100.000. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir Flosse. Flopp!